Heute spreche ich über ein paar Stellschrauben, die ihr drehen könnt, damit ihr fit durch den Winter kommt, ohne Erkältung, ohne irgendwelches Pipapo und ohne, ihr wisst schon. Gerade im Winter, wenn es draußen eklig und kalt wird und jeder Dritte eine Erkältung mit sich rumschleppt, da ist die Gefahr natürlich riesengroß, dass man sich selber auch was einfängt. Damit das nicht passiert und du fit durch den Winter kommst, gibt es heute ein paar passende Tipps dazu. Erster Punkt, ich glaube, der sollte jedem bekannt sein, Obst und Gemüse. Leute, es ist gerade im Winter unfassbar wichtig. Ich sage immer zu mir, Vitamine, Proteine, Sexmaschine. Und wenn ich das im Hinterkopf habe, dann haue ich mir auch das Obst und das Gemüse rein, auch wenn es vielleicht nicht ganz so gut schmeckt. Denn auch im Winter solltest du eine gute Rakete sein. Magst du Ingwer? Ha, nee? Ich auch nicht. Ganz im Gegenteil. Aber ich trinke jeden Morgen einen Ingwer-Shot. Warum? Erstens, weil meine Frau mir jeden Morgen diesen Ingwer-Shot vor die Nase stellt. Danke, mein Schatz, dafür. Und weil ich einfach weiß, dass Ingwer gut für mich ist. Ingwer ist nämlich der absolute Erkältungskiller überhaupt. Dank der enthaltenen Inhaltsstoffe wie Kalium, Phosphor und Vitamin C werden deine Abwehrkräfte gestärkt und du wirst Schritt für Schritt widerstandsfähiger gegen Grippe, Viren und Bakterien. Heißt kurzum, Ingwer stärkt dein Immunsystem, kurbelt deinen Stoffwechsel an, macht dich wach und soll auch noch gut für Haut und Haar sein. Für mich persönlich reichen diese Facts aus, um mir jeden Morgen so einen Ingwer-Shot reinzudrücken, obwohl ich das wirklich gar nicht mag. Und eins kann ich dir sagen, mit der Zeit gewöhnt man sich auch dran. Dritter Punkt, Nahrungsergänzungsmittel. Ganz wichtig an dieser Stelle, wie der Name schon sagt, es sind Ergänzungsmittel. Heißt, diese Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine Mahlzeiten, sondern ergänzen einfach nur deine Mahlzeiten. Warum? Damit du dein Immunsystem stärkst und damit du deinem Körper die Vitamine zuführst, die du im Winter vielleicht nicht ganz so oft bekommst. Das Ganze hier ist kein Sponsoring, aber ich erkläre euch trotzdem kurz, was ich persönlich aktuell für Nahrungsergänzungsmittel nehme, weil wahrscheinlich die Frage sowieso aufkommt. Vitamin D ist, glaube ich, ein No-Brainer für alle, die jetzt nicht gerade in der Mittelmeerregion irgendwie überwintern. Das ist hoffentlich jedem klar. Ich nehme ergänzend dazu auch noch Vitamin D3 kombiniert mit K2. Vitamin K ist zwar kein typisches Wintervitamin, aber wir brauchen es das ganze Jahr über. Das ist nämlich gut für die Knochengesundheit und hält unsere Blutgefäße sauber. Da ich in der letzten Zeit weniger Fleisch und Fisch esse, ergänze ich meine Nahrung noch mit Vitamin B12. Magnesium nehme ich sowieso das ganze Jahr über, um einfach Muskelzuckungen und Krämpfen vorzubeugen. Und Kurkuma, weil meine Frau sagt, das ist super. Nein, Spaß beiseite. Kurkuma wirkt entzündungshemmend, wirkt antioxidativ, senkt das Risiko für Gehirn, Krebs und Herzerkrankungen und beruhigt deinen Magen. Also auch genug weg zu Milch, das jeden Morgen auch einzunehmen. Am Ende des Tages muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, welche Nahrungsergänzungsmittel passend für ihn sind. Ich verlinke euch allerdings meine, die ich aktuell nehme, unten in der Infobox. Im Winter bei trockener Luft und ganz eisiger Kälte steigt der Flüssigkeitsverlust bei uns im Körper ähnlich hoch wie im Sommer. Das bedeutet, je kälter und je trockener die Luft draußen ist, umso mehr Wasser müssen wir uns zuführen. Heißt Leute, trinkt so viel ihr könnt, bitte kein Alkohol, sondern wirklich nur Wasser. Next up, Sport. Und bitte komm jetzt nicht um die Ecke und sag, im Winter ist schlechtes Wetter, ist so kalt draußen. Ein Fußballtrainer hat mir damals gesagt, Daniel, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, also mein Freund, heul nicht rum und mach Sport, auch im Winter. Und mit Sport im Winter meine ich nicht nur Skifahren, ich meine alle möglichen Sportarten, die man machen kann, ob Fußball spielen, Joggen gehen, was auch immer man an Aktivitäten in der Freizeit draußen machen kann. Ja? Jegliche Sportart im Freien. Denn dadurch minimierst du natürlich das Erkältungsrisiko, du stärkst deinen Körper und halt auch deine Knochen und es vertreibt auch schlechte Laune, denn es gibt nichts Geileres. Wenn du im tiefen Schnee einfach mal eine Runde joggen gehst, kommst nach Hause, dann fühlt man sich einfach richtig göttlich und gut. Sechstens, Saunieren. Gerade im Winter ist Saunieren top. Warum? Das Wechseln zwischen den Temperaturen, zwischen heiß und kalt, stärkt halt deine Abwehrkräfte und bringt dein Immunsystem einfach so richtig auf Trab. Und außerdem, Leute, es ist wie es ist, wenn man mal entspannt in der Sauna chillt, ein paar Minuten für sich hat, Quality Time, Me Time, einfach in der Sauna die Wärme genießt, nach draußen schaut, während draußen die Schneeflocken runterrieseln. Ah, ist doch ein herrliches Gefühl, oder? Auch wenn du den einen oder anderen Punkt schon kanntest, hoffe ich, dass ich dir heute vielleicht noch ein bisschen was mitgeben konnte oder vielleicht einen Schubser geben konnte und dich an irgendwas erinnern konnte, damit du einfach wieder schön was für deinen Körper tust, damit du auch fit und gesund durch den Winter kommst. Also Leute, ich wünsche euch einen wundervollen Winter, ohne Erkältung, ohne Grippe und ganz sicher auch ohne Corona. Haut rein, macht's gut und bleibt gesund.